Vielen Dank, sehr verehrte Damen und Herren, Öko-Institut, vielen Dank für die Einladung und für das Bedenken Europas. Zunächst mal, wir sind nicht der europäische BDEW, das werden wir nur dann, wenn die 16 Bundesländer ihre Unabhängigkeit erklären würden. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird. Und zweite Bemerkung auf den Vortrag von Felix Mattes, Energiewende, Euphorie zu Energiewende, Konfusion. Interessanterweise aus europäischer Sicht, der Blick aus Europa auf Deutschland sieht andersrum aus. Letztes Jahr Konfusion über die deutsche Energiewende und zunehmende Euphorie über die deutsche Energiewende, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken darf, ab diesem Jahr. Insofern versuchen wir ein bisschen das Deutsche auszugleichen. Das Interesse nimmt deutlich zu. Ich möchte Ihnen nicht das Rezept vorstellen, wie wir die schwierige Frage des Marktdesigns kurzfristig, mittel- oder langfristig lösen können, sondern ich möchte Ihnen hier einen Überblick geben über die derzeitige Debatte in Europa. Natürlich, was die deutsche Situation betrifft, ist unser Mitglied, der Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, sehr intensiv dabei, Konzepte auszuarbeiten, insbesondere zur strategischen Reserve. Auf die erste Frage einmal, brauchen wir denn in Europa neue konventionelle Kraftwerkskapazität? Sehen wir uns vielleicht einmal die Ausgangssituation an. Wir sind erneut, ich zeige Ihnen kurz ein wunderbares Slide, hier in einer, das ist Wishful Thinking, W-Kurve. Wir sind erneut im gesunkenen Stromverbrauch in dem Jahr 2011 und vermuten als Europäischer Dachverband, dass diese Tendenz auch bleiben wird im Jahr 2012. Mit all den Auswirkungen, die das natürlich hat, auf die Finanzierung der Energiewende, deutsch oder europäisch. Ein dramatisches Sinken des Verbrauchs, der auch zeigt, wie es in der europäischen Gesamtsituation aussieht. Als Bild, Rahmenbedingungen, also Rezession und erneut gesunkener Strombedarf überall in Europa als allgemeiner Trend, besonders stark im UK übrigens. Zweitens Überkapazitäten und die Frage was wir als Generation Adequacy bezeichnen. Auch hier ist die Situation in Europa äußerst unterschiedlich. Länder etwa wie das UK kommen immer mehr unter Druck. Da gibt es die Industrial Emissions Directive, also die Direktive über die Emissionen, die dazu führen wird, dass eine ganze Reihe von Kraftwerken abgeschaltet werden muss. Natürlich kommt dazu das Problem der Infrastruktur, fehlender Verbindungen, die hier heilend wirken könnten. Und das erklärt natürlich die gegenwärtige Diskussion um eine Energiemarktreform im UK ganz besonders. Also einerseits diese unterschiedliche Situation in Europa, andererseits aber auch, wir sehen einen zunehmenden Bedarf an Flexibilität. Alle kennen das natürlich wegen zunehmender Intermittency. Und auch hier ist der konventionelle Kraftwerkspark nicht wirklich geeignet, diese Rolle zu spielen. Es ist so etwa, wie wenn Sie ein normales Auto mit 120 über die Autobahn schieben, Belgien ist 120 Speedlimit leider Gottes, und im ersten Gang fahren würden. Das ist nicht technisch die beste Lösung. Und auch hier muss ein Ersetzen, müssen Investitionen stattfinden. Wir haben das Problem durch die bereits angesprochenen gesunkenen Laufzeitveränderungen. 8.760 ist das 100% Profil, 8.000 ist ein Glücksfall. Und wir sehen heute, dass etwa im Süden Deutschlands die Gaskraftwerke ENBWs 0 Stunden gelaufen sind im ganzen ersten Halbjahr. Wir sehen also, dass der Business Case dieser Kraftwerke besonders dramatisch geworden ist. Ebenfalls fehlt es an Infrastruktur. Wir kennen all diese wunderbaren Studien von DENA bis zu N2I, wo immer steht, tausende von Kilometern. Am Ende kommt man mit 80 Kilometern als Realität zurück. Hier ist dringend Handlungsbedarf gefragt. Die Situation auf den europäischen Energiemärkten, natürlich der Weg von A nach B, vom Tesla-Stromsystem in gewisser Weise, Baseload World, zum komplexeren Stromsystem, IT, Demand-Side, Storage und all diese Dinge. Auf diesem Weg sind wir, aber ganz am Anfang. Heute ist es kaum entwickelt und wir müssen dafür sorgen, das Timing muss stimmen. Dennoch muss dieses kommen. Die Infrastruktur, die Stromspeicher, die Pumpspeicher, Wasserkraft wird ja oftmals auch von den erneuerbaren Lobbys nicht an erster Stelle besonders gemocht. Man darf nicht vergessen, in einer Zeit der Rezession ist Wasserkraft und Pumpspeicher die günstigste Lösung. Und sollte man hier versuchen, politische Konflikte ein wenig zu minimieren. Und auch das Problem der Preise, wie von meinem
Vorredner bereits angesprochen, natürlich ist Strom ein öffentliches Gut, es ist nicht Coca-Cola, es ist kein Parfüm und ist man dort unterdrückt und kann keine Regierung einen zu hohen Strompreis auf Dauer hinnehmen. Aber auch da, die Strompreisproblematik führt dazu, dass Investitionssignale eben nicht vernünftig weitergegeben werden können. Wie sieht es aus mit Generation Adequacy? NZOI in seiner letzten Studie, das ist der Europäische Verband der Netzwerkbetreiber, hat gesagt, dass wir rein formal diese Generation Adequacy haben. Allerdings, wenn Sie sich den Fall die Business Cases eben der existierenden konventionellen Kraftwerke ansehen, eben insbesondere für Gas, wir haben gesehen seit Fukushima, dass Kohle Gas herausfordern konnte, der Dark Spread war besser als der Spark Spread, dass in dieser Situation natürlich die Stromunternehmen vor der Frage stellen, schalte ich nicht mein Ding besser ganz ab, als es mit Verlust weiterzufahren. Also in diesem Falle gibt es Bedrohungen, die wir auch von unseren Mitgliedern entsprechend gespiegelt bekommen. Zusätzlich, VGB macht jährlich seine Übersicht über die Verfügbarkeit und Nichtverfügbarkeit von konventionellen Kraftwerken. Wir sehen hier eine sehr starke Zunahme der Nichtverfügbarkeit durch die hohe Wartungsintensität eines Kraftwerksparks, der heute anders operiert wird als zuvor. Die Frage der Loopflows, also der, wie sagt man das auf Deutsch? Gibt es ein Wort für Loopflows? Gibt es kein anderes Wort. Was, also so eine, also das sind die in die Nachbarländer über die Netze, man weiß 273.000 Stundenkilometer pro Sekunde der Strom, also nach Polen, Tschechische Republik etc., hat natürlich auch hier die Stabilität der Netze, die Stabilität des Systems in Gefahr gebracht. Letzten Dezember in der Tschechischen Republik zweimal fast Blackout aufgrund der nicht vorhandenen deutschen Nord-Süd-Verbindungen. Da gibt es als Antwort der anderen Staaten diese Phasenschieber, Phase-Shifters, was sicherlich mit dem europäischen Energiemarkt auch nicht gerade vereinbar ist. Hier müssen dringend europäische Lösungen gedacht werden. Investieren wurde angesprochen vorhin schon. Sehen Sie sich einmal dieses Schema an, die 6 größten europäischen Stromunternehmen. Natürlich sind sie nicht die einzigen. Gibt es Rentenfonds, gibt es Stadtwerke etc. Dennoch erwartet man von ihnen einen wichtigen Beitrag. Wenn Sie sehen, dass aufgrund des gesunkenen Stocks dieser Unternehmen Investitionen schwierig geworden ist, werden sie höchstens nur noch als Gruppe investieren können. 5% ihres Kapitals wäre nötig, um etwa ein Atomkraftwerk zu bauen oder 1,6 Gigawatt von Kohle oder mit CCS und so weiter. Also es ist extrem schwierig geworden oder Offshore-Wind oder whatever. Ja. Es ist sehr schwierig geworden, in heutigen Zeiten noch zu investieren. Man muss neue Investitionen gruppieren, plus ein gestiegenes regulatorisches Risiko in allen Bereichen, ob das etwa retroaktive Veränderungen der Support Schemes, der Unterstützungsmechanismen für Erneuerbare in Spanien sind oder in anderen Ländern. Alles das ist sicherlich nicht hilfreich, um das Investitionsklima heutzutage zu verbessern. Ja, der Strommix, bereits gesagt wurde von Felix Mattes, natürlich auch konventionelle werden noch in den nächsten 20 Jahren vorhanden sein. Man weiß nicht, wer. Gas ist sicherlich überraschend zu sehen, dass Gas doch nicht der große Gewinner ist, wie viele es gedacht haben. Da wird es viele Überraschungen geben. Der CO2-Preis wird ein großes Kriterium sein und entscheiden, ob etwa Kohle dann schlechter dasteht als vorher. Viele Unwägbarheiten in diesem Bereich. Wir wissen aber eins, Erneuerbare werden zugebaut. Ein allgemeiner Trend überall, natürlich in Europa. Auf die Frage also beantwortend, brauchen wir neue konventionelle Kapazitäten in Europa? Die Antwort ist, wir brauchen zunächst einmal eine Bestandshaltung in dieser kurzfristigen Übergangssituation aus Systemstabilitätsgründen in der Erwartung von mehr Infrastruktur, Speicher und Demand-Side-Management. Es kann durchaus sein, dass regional auch konventionelle Kraftwerke zugebaut werden müssen. Das allerdings sollte der Markt entscheiden. Hier sollten nicht sowjetische Vorgaben dazu führen, dass riesige Stranded Investments stattfinden, zulasten der Verbraucher. Wenn wir uns die Frage stellen des neuen Marktdesigns in Europa, dann muss man sich zunächst einmal fragen, worüber spricht man denn da eigentlich? Es wurde ebenfalls im Keynote von Felix Mattes angesprochen. Natürlich können sich erneuerbare Stromerzeugungstechnologien mit null Grenzkosten nach dem Ende der
der Unterstützungsmechanismen auch nicht refinanzieren. Es ist vollkommen klar, sie würden nicht in der Lage sein, ihre CAPEX zu refinanzieren. Wir müssen ein neues Design entwickeln, langfristig. Die Diskussion läuft derzeitig. Wie kann es mit dem Energy-Only-Market zusammengehen? Das wird sicherlich eine Diskussion sein, die europäisch, national, regional in den nächsten Jahren geführt werden muss und für die man sich die Zeit nehmen muss, um viel zu schnelle Reaktionen zu verhindern. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, wie man kurzfristig reagieren kann, um die bereits erwähnten Risiken eines schnellen Abschaltens der benötigten konventionellen Kapazität in dieser Situation zu verhindern, um eben nicht zu 150 Minuten Blackout-Situationen wie in USA etwa oder anderen Ländern zu kommen. Ich sage Ihnen kurz, wie es in Europa aussieht mit den unterschiedlichen Mechanismen. Es gibt sehr viele Debatten, aber auch sehr viel Verwirrung eigentlich über diese beiden gerade erwähnten Diskussionen. Die langfristige wird oft mit der kurzfristigen verwechselt. Wir sehen also hier eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Mechanismen und wir als Eurelectric bedauern immer, wenn diese außerhalb des europäischen Rahmens stattfinden und ungeachtet der Anschlussfähigkeit regional und europäisch. Denn das Gebot der Stunde aus Kostengründen und natürlich auch aus Überzeugung für den Standort Europa muss ein regional und später europäischer Ansatz sein. Vielversprechend vielleicht in Skandinavien, hier gibt es Schweden, Finnland, wie überhaupt Nordel ein sehr überzeugendes Beispiel ist. Hier sehen wir ähnliche Mechanismen. Wir sehen in England einen Alleingang. Letztens sagte jemand, England hat den großen Verdienst, uns in allen Bereichen gezeigt zu haben, wie man es nicht machen sollte. Hier versucht man, eine Re-Regularisierung vom Zaun zu brechen bis hin zu Feed-in-Tariffs für Atomkraft. Dies ist sicherlich bedenklich auch, weil nicht europäisch gedacht wird, was auch nicht ganz neu ist, wenn man über England spricht. Auch in Portugal, Spanien wird über gemeinsame Mechanismen gesprochen, iberische, dennoch insgesamt ein bisschen ein Rette sich, wer kann, statt eines europäischen Herangehens. Kapazitätsmechanismen haben ganz unterschiedliche Methoden. Das Ziel ist natürlich die Generation Adequacy, also die 13% in etwa mehr Erzeugung als Nachfrage, um damit für den N-1-Fall, ein Kraftwerk fällt aus, eine Sicherheit zu geben. Teilnehmer sollten Demand-Side-Management langfristig sein, auch wenn das heute noch sehr futuristisch klingt, Stromerzeugung und die Speicher. Ein ganz neues Energiesystem, wo übrigens auch das neue Marktdesign eine Einpreisung nicht nur der Erzeugung, sondern auch des Energiesparens, des Speicherns und des Demand-Side-Management vornehmen muss. Und hier sind die Mechanismen, Versteigerung von Kapazität, Entlohnung, Auktionen und dann die Zuverlässigkeitsoptionen, die man viel schneller einführen kann, strategische Reserven oder die bekannten Kaltreserven. Derzeit diskutiert unser Mitglied BDW die Frage der strategischen Reserven, die auch aus unserer Auffassung mit dem Energy-Only-Market kompatibel sind. Und vor allen Dingen sehr positiv ist zu sehen, dass die Diskussion von Anfang an regional und europäisch im Rahmen des BDEW geführt wird. Hier nochmal Generation Adequacy, diese drei R1, R2, R3 Reserven, die wir kennen, um den Nachfrageänderungen zu folgen, Backup Capacity und die Spitzenlastabsicherung, alles das muss geleistet werden von den vorher erwähnten Methoden. Gut, darüber kann ich vielleicht etwas schneller hinweggehen. Sie sehen dennoch hier, vielleicht interessant, den spanischen Fall und das kommt einem heute schon fast wie ein nostalgischer Traum vor, wenn man die Situation von ENBW mit den Nullstunden Laufzeiten der Gaskraftwerke sieht. Hier haben wir noch darüber geweint, dass die spanischen Gaskraftwerke nur 2600 Stunden gelaufen sind. Ich glaube, davon würde vielleicht ENBW sogar träumen. Wir haben gesehen hier auch in Spanien aus politischen Gründen, dass dort Kohle unterstützt wurde, natürlich sozialen und politischen Gründen. Und da sieht man diese Aufwärtsbewegung der Kohle an diesem Ende, aber aus Abschalten der Kapazitäten als Ergebnis. Bestandsparksicherung. Wir sehen ebenfalls hier an diesem spanischen Modus von den Gas- und Dampf-GODs, ja, dass die eben im Jahr 2011 ihre Fixkosten nicht wieder hereinholen konnten und vor der Frage stehen, sie auszuschalten. Das ist ein gesamteuropäisches Problem. Man kann sich auch die Frage stellen, ob nicht möglicherweise zu viel investiert worden ist
in Gaskraftwerke in Spanien in dieser Zeit. Immer leichter, hinterher schlauer zu sein als vorher. Was sind dann unsere Positionen, um zum Schluss zu kommen? Wir sagen auf jeden Fall, Markt muss sein, aber nicht ein Markt im Sinne eines Marktidealismus. Man muss, wie Felix Mattes sagen würde, marktrealistisch sein. Natürlich ist der Strommarkt, Public Good, ein Markt mit sehr viel staatlicher Intervention. Die Märkte müssen funktionieren können. Regulatorische Hindernisse und Verzerrungen sollten so weit wie möglich ausgeschaltet werden. Was die Integration der Energiemärkte soll Priorität sein, regional. Wir haben die 7 RGEC-Regionen, die Sie kennen. Diese sollten die erste Stufe sein eines weiteren Aufbaus in Richtung des 2014-Ziels eines europäischen Energiemarktes. Ausbau der Infrastruktur, Beschleunigung, Akzeptanz, Diskussion, Entscheidung über die richtigen Infrastrukturen, die wir heute brauchen. Stufenweise Marktintegration der Erneuerbaren, Betonung auf stufenweise. Natürlich muss man sich ansehen, wie wettbewerbsfähig sind sie. Natürlich haben in der Vergangenheit alle Technologien Unterstützung bekommen, unter anderen Vorzeichen. Und natürlich ist es wichtig, langfristig zu denken, Offshore-Wind zu unterstützen, neue Technologien für die Zukunft in das System im Sinne einer Diversifizierung hineinzuführen. Aber das Ziel ist ein Level Playing Field und es gibt auch erneuerbaren Lobbys, die natürlich Interessen verfolgen, die auch nicht mit dem Ziel vielleicht der Energiewende verbinden werden können. Der Ausgleich der Energie, man könnte sich vorstellen, etwa einen erneuerbaren Markt zu schaffen, in dem erst einmal die Erneuerbaren, die wettbewerbsfähig sind, miteinander konkurrieren. In jedem Falle sollten sie die Netzwerkkosten und sämtliche anderen Kosten übernehmen müssen. Regional und Demand-Side sollte später an der Spot-Price-Bildung beteiligt sein, um Spitzennachfragen zu senken, Peak-Shaving, wie gesagt, und dann den Bedarf an diesen Backup-Kraftwerken zu senken. Wir wissen, dass all diese Dinge natürlich so schnell nicht gehen. Eine lange Diskussion in den Mitgliedstaaten, eine lange Diskussion in Brüssel und dass vorübergehend kurzfristig notwendigerweise Entscheidungen zu treffen sind. Wir möchten aber, dass diese nationalen Entscheidungen, dass sie regional, dass sie europäisch gedacht werden und wir werden Acer, den europäischen Regulator und die Europäische Kommission auffordern, dass sie Rahmenrichtlinien erarbeiten, die nötig sind, falls solche Mechanismen entstehen sollten. Das Funktionieren der Regionalmärkte, die Kompatibilität mit dem Energiebinnenmarkt ist hier das Muss. Zusammenfassend also Zutaten der Stromzukunft, Kosteneffizienz in jedem Falle, die Marktorientierung und der Systemansatz, denn auch Erneuerbare genauso wie andere sind nicht das Ziel an sich, sie sind eine Methode, um zum Ziel zu kommen. Sie sollten in den Markt integriert werden. Sie gehören zu einem Gesamtsystem, das sich verändern wird, so wie sich die Stromwirtschaft insgesamt verändern wird. Ihre Angebote vom Verkauf von Kilowattstunden wird sich sicherlich zu Energiedienstleistungen, Servicedienstleistungen in den nächsten 20 Jahren verändern. Wir haben einen umfassenden Aktionsplan im letzten Jahr durchgeführt zu den diversen Aspekten der Erneuerbaren, auch Marktdesign war dabei und Sie können sehr gerne diese Details auf unserer Website abrufen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.